Liebe Freunde, wir fahren wieder mit unserer Rubrik Antworten auf Fragen, die bewegen, fort. Es ist sehr faszinierend, was für spannende und vielfältige Fragen ihr gestellt habt, und heute beginnen wir mit der folgenden. Ein Mann berichtet, er konnte angeblich in die Zukunft reisen. Wie ist dieses Geschehen zu erklären? Was wäre dann aber mit der Seele? Meiner Meinung nach kann sich die Seele nicht aufteilen, was ja bei einer Zeitreise notwendig wäre, da man ja in verschiedenen Welten gleichzeitig existieren würde. Nun, in die Zukunft reisen zu können, ist sicherlich eine Science-Fiction-Vorstellung, was die Seele anbetrifft und geistige Fähigkeiten, so ist es manches Mal möglich, Impulse von einer Entwicklung in der Zukunft zu bekommen, indem man sich in seinen Fähigkeiten so zu seiner Ruhe besinnt, so auf sich selbst besinnt und aus Liebe und Klarheit heraus eine klare Frage an den Kosmos formuliert, sich in diese Situation, die einen beschäftigt, für die Zukunft hineinversetzt und einen himmlischen Impuls dafür bekommt. Doch diese Impulse geschehen im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Die Seele ist im Körper ganz verankert, das ist ganz wichtig. Und diese Impulse sind niemals wahrsagerartig, sondern stets emotional und auf innere Entwicklung ausgerichtet. Ich hoffe, dass dieser Impuls uns in unserer Seelenqualität stärkt und uns eine liebevolle und offene Lebensausrichtung für unsere Sensibilität beschert. Immer wieder und derzeit im Besonderen bin ich auf der Suche nach meinem Lebensweg. Auf der Suche nach dem richtigen Job, der Start. Jetzt gibt es zwei, in Anführungsstrichen, Reiseführer, die mich verwirren. Einmal heißt es, dass es die richtige Richtung ist, wenn sich alles gut und stimmig anfühlt. Darüber hinaus lese ich aber auch, dass man angeblich nicht weiterkommt, wenn sich alles immer gut und stimmig anfühlt, man demnach in der Komfortzone bleibt und es sich folglich die Angst überwinden muss, um an sein Ziel zu gelangen. Was stimmt denn jetzt? Ich will ja für meine Seele den für mich den besten Weg einschlagen und die richtigen Entscheidungen treffen. Nun, in dieser Frage sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Dinge angesprochen worden. Wenn man zum Beispiel ganz frei von Interessen ist, passiv auf der Couch nur rumsitzt und sich gar keine neue Erfahrungen, neue Interessen, neue Begegnungen, Herausforderungen zutraut, dann kommt man natürlich nicht voran. Und diese sogenannte Komfortzone, sie fühlt sich auch nicht stimmig und gut an, sondern eher träge. Und ein Leben wie auf einer Warteschleife zu führen, fühlt sich auch nicht erfüllend an für die Seele. Dann ist es natürlich sinnvoll, die Komfortzone zu verlassen und sich zu überwinden und sich neuen Dingen zu widmen. Die Angst vor dem Unbekannten zu überwinden. Und wenn man jedoch ein Ziel formuliert hat, wie zum Beispiel man möchte ein neues Hobby beginnen oder mehr Bewegung in sein Leben integrieren, und dieses Ziel, was man in sich, in seinem Herzen gefasst hat, fühlt sich dann auch gut und stimmig an. Und dies dann anzugehen, loszulegen, bedeutet, seinem Herzen, seiner Intuition zu folgen und diese Komfortzone ja auch zu verlassen. Und
Der Maßstab, wie viel Neues man dann in sein Leben reinlässt und wie schnell, hängt wiederum von diesem Gefühl von innerer Stimmigkeit ab. Wenn man zum Beispiel, wenn wir Bewegung nehmen, sich überfordert und zu viel sich zumutet, dann fühlt sich das, diese Dosis nicht mehr wohl und stimmig anfühlen. Dann muss man sie wieder reduzieren zu diesem stimmigen Gefühl und dann gelingt einem auch der entsprechende Lauf oder die entsprechende Aktivität. Und deshalb beschreibe ich auch natürlich im Buch Seelenplan stets die Aussage, unser Seelenplan erfüllt sich oder die Dinge stehen in unserem lichtvollen Seelenplan fest, die uns auch leichter von der Hand gehen, die für uns stimmig sind, uns mit Wohlbefinden erfüllen. Und deshalb sollten wir uns weniger den Kopf darüber zerbrechen, was wir tun sollen, sondern mehr spüren, wie wir uns fühlen und wie wir die Dinge umsetzen möchten. Vom Herzen zu leben bedeutet auch geistige, mentale Klarheit. Einfach immer wieder zwischendurch durchatmen, in sich hineinspüren und mit Klarheit die Welt betrachten, dann ergeben sich lichtvolle Ziele fast wie von allein, weil wir auf die himmlischen Zeichen und liebevolle Menschen plötzlich achten. Und durch dieses gute Gefühl trauen wir uns auch Neues zu, trauen wir uns unsere Talente zu, trauen wir uns viel mehr zu, trauen uns so ein Leben in Harmonie zu leben und unseren lichtvollen Seelenplan zu leben. Seit meiner Jugend habe ich immer wiederkehrende Depressionen. Mittlerweile weiß ich auch warum. Ich habe mich damals von meinem Seelenplan entfernt und lange Zeit nicht mein Leben, wie es für mich gestimmt hätte, gelebt. Nun mache ich seit über 10 Jahren Yoga, meditiere und finde langsam den Weg zurück zu mir. Dennoch bin ich zeitweise sehr froh um die unterstützende Wirkung von Antidepressiva. Sie gleichen mich aus und ich bin im Alltag belastbarer. Natürlich möchte ich das Medikament nicht mein Leben lang nehmen und irgendwann absetzen. Da mein Alltag, ich habe 2 kleine Kinder, aber zeitweise sehr anstrengend ist, hilft mir das Medikament tatsächlich, um ausgeglichener und besser zu schlafen. Darf ich dich um deine Meinung bitten zu Antidepressiva? Es ist ja nicht so, dass ich es einfach nehme, ohne mein Leben zu hinterfragen. Ich versuche seit längerem, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen und übe mich in der Selbstliebe. Damit denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Gibt es etwas, was du mir dazu raten könntest, oder behindert das Medikament meinen Seelenplan? Ich finde, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und dies ist ein sehr gutes Beispiel für unsere vorherige Frage. Du merkst ja, dass in deiner Lebenssituation dieses Medikament dir gerade hilft und es sich für dich stimmig anfühlt und dadurch dir die Dinge in dieser Lebensphase auch gelingen. Das bedeutet, dass du sehr wohl dich auf dein Herz, auf deine Intuition verlassen sollst und nicht dich kritisieren oder überfordern. Alles fügt sich schon zu seiner Zeit und du in deinen Selbstheilungskräften, in deiner Eigenverantwortung, in deiner Aktivität kümmerst dich ja um dich, trotz eines erfüllten Alltags mit 2 kleinen Kindern. Du übernimmst für dich die Verantwortung, du arbeitest auch mit deiner Seele, sodass die Blockaden sich nach und nach zu ihrer Zeit auch heilen dürfen. Und damit brauchst du bitte auf keinen Fall Konflikt mit diesem Medikament zu haben. Es ist, wie es ist, sagt dir Liebe und Frieden damit zu schließen für diese Lebensphase. Bedeutet ja auch Frieden mit sich zu schließen und Frieden bedeutet ja wiederum ein Schritt mehr
ein weiterer Schritt zur Heilung. Dieses Mittel nimmst du ja verantwortungsbewusst. So für diese Lebensphase, solange du es brauchst, segne dieses Medikament ruhig auch mit deiner Liebe, indem du ein Gebet sprichst mit deinen heilenden Händen, deine heilenden Hände über die Medikamentenpackung hältst und bittest, möge, liebe lichtvolle geistige Welt, dieses Mittel in mir so wirken, wie es für mich sinnvoll, lichtvoll und heilvoll ist. Amen. Erfüllst dieses Mittel mit Segen, mit liebevoller Energie und dann ist das Vertragen dieses Medikamentes sogar für den Körper noch besser und du empfindest noch weniger Konflikt. So wünsche ich dir, dass du weiterhin deinem Herzen folgst, dich auf dich verlässt und weiterhin mit Freude deine Gesundheit vollziehst. Und eine, ja, fröhliche Mama für deine Kinder bist. Liebe Jana, in eines deiner Videos auf YouTube, Leben im Jenseits, sagtest du, dass nur wenige Punkte im Leben fest vorherbestimmt sind und dass da nicht mal der Todeszeitpunkt festgelegt ist. Ich wollte wissen, wie du das genau meinst und ob der plötzliche Tod eines jungen Menschen vielleicht doch hätte verhindert werden können. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir als Seelen mit unserem Schutzengel im hohen Bewusstsein der Liebe, der Göttlichkeit einen neuen lichtvollen Seelenplan festlegen im Jenseits, schwingen wir als liebevolle Seelen in unseren Emotionen, die vielfältig sind. Wir sind außerhalb von Materie, Raum und Zeit. Und so können wir natürlich außerhalb von Materie, Raum und Zeit uns emotionale Schwerpunkte für eine neue Inkarnation vornehmen. Denn unaufgeräumte Gefühle, unerlöste Emotionen behindern uns ja vor diesem absoluten göttlichen Sein, diese Resonanz auf den unerlösten Schmerz. In dieser Schwingung nehmen wir uns emotionale Wachstumsschritte vor. Und in dieser Schwingung ziehen wir dann auch bestimmte Menschen in dieser Inkarnation, im Diesseits an, die uns genau in ihren Handlungen, Reflexionen wie ein Spiegel aufzeigen, worum es im Leben geht, welche Werte im Leben vordergründig doch wirklich sind und unsere göttliche Seele ausmachen sollen. So nehmen wir uns auf emotionaler Ebene einige wesentliche zwischenmenschliche Begegnungen vor, die wir dann anziehen durch unsere Grundschwingung auf Erden. Wir nehmen uns ein, durch unsere Talente auch einige grundsätzliche berufliche Schwerpunkte auch vor, die uns emotional in bestimmten Lebensphasen weiterbringen. Und damit aber niemals den genauen Zeitpunkt oder die genauesten Umstände. Das heißt, wir nehmen uns im Jenseits selbstverständlich weniger die tatsächlichen Umstände, die es als solches ja da oben nicht gibt, vor, als vielmehr den emotionalen Umgang mit dem Leben, emotionalen Umgang mit den Umständen, die entstehen, die wir anziehen, den emotionalen Umgang damit. Und der genaue Todeszeitpunkt somit spielt für unsere Entwicklung, und darum geht es ja im Lebenssinn und im Seelenplan ja, keine Rolle. Und nicht umsonst sagt man, der Mensch stirbt so, wie er gelebt hat. Es ist auch sehr vieles eine Form von Resonanz, wie wir das Leben leben und das Leben auch abschließen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir auf unseren Glauben sehr gut achten, denn dir geschieht nach deinem Glauben, diese Aussage kennen wir. Also mögen wir viel mehr an uns selbst glauben und an Gottes Schöpfung und entsprechend auch schöpferisch sein.
Natürlich kann es auch durch Unachtsamkeit, durch technische menschliche Erfindungen wie Autos etc. auch Unfälle geben, die zu einem Todesereignis führen. Doch diese gewisse Unachtsamkeit oder dieses globale Schicksal, wenn mehrere Menschen plötzlich in einem Unfall verwickelt sind, das hat meiner Erfahrung nach, meines geistigen Schauens nach, meiner geistigen Forschung nach, mit lichtvollem Seelenplan nichts bzw. nicht viel zu tun. Und so können wir natürlich die Frage nicht klären, kann man den einen oder anderen Unfalltod verhindern? Wir können nur daraus lernen, dass wir unseren Tag, unsere Wege, unsere Familie, unsere Welt jeden Tag segnen sollen, mit liebevoller Stimmung, also mit unserer liebevollen Schwingung unterstützen, umso mehr liebevolles Anziehen, umso mehr lösungsorientiert handeln. Und das ist ja die gelebte Spiritualität, die es in diesen Videos bei mir geht und auch in meinen Büchern und Seminaren und auch in euren Fragen. Und dann wissen wir alles, wir unterstützen die Entwicklung unseres Lebens so, mit kosmischer Kraft, mit dem inneren Segen, wie es sinn- und lichtvoll, liebevoll und heilsam für alle Beteiligten ist. Ich segne jeden Tag mich, meine Familie, meine Berufung, die Menschen, die zu meinen Seminaren kommen, meine Bücher lesen, die das hören, und bitte für uns alle, dass möge Frieden in uns sein. Und dementsprechend kann man auch durch seine eigene Ausstrahlung die Liebe im Globalen fördern. Meine 86-jährige Oma ist im Oktober friedlich im Familienkreis eingeschlafen. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie verbrannt. Können Sie mir etwas zu den feinstofflichen oder seelischen Vorgängen berichten, die bei der Trauerfeier mit Sarg, der Einäscherung und der Urnenbeisetzung ablaufen? Wie lange kommen gute Gedanken und Segenswünsche bei meiner Mutter an und helfen ihr auf der anderen Seite? Ist ihre Reise erschwert durch die schwere Demenz, an der sie gelitten hat? Ich beobachte die Seelen der Menschen, die kürzlich von uns gegangen sind, und ihre Beerdigung, diesen familiären Abschied auch in anderer Form miterleben, und stelle fest, dass es der Seele, die von uns gegangen ist, unwichtig ist, ob es mit Trauerfeier, mit Sarg, Einäscherung oder Urnenbeisetzung stattfindet. Warum? Weil mit dem Herzschlag, mit dem letzten Herzschlag, beziehungsweise mit dem Herzstillstand, ist die Seele aus dem Körper raus. Ihre Energie wird vollständig im Laufe der Stunden, vielleicht ein paar Tage, aus dem Körper rausgezogen von ihr. Doch auch diese letzten Tage oder Stunden spielen für ihre Befindlichkeit keine Rolle mehr bei dem, was mit dem Körper dabei passiert, wenn er tot ist. Weil die Seele ganz draußen ist und mit dem Körper nicht mehr in der Form schwingt und schon gar nicht natürlich mit Nerven verbunden ist und damit auch keinen Schmerz spürt des Körperlichen. Deshalb die genaue Beisetzung ist eher eine persönliche Frage, familiäre Frage. Für die Seele spielt es nicht wirklich eine Rolle. Die guten Gedanken und Segenswünsche, unsere Gebete für unsere Verstorbenen wirken immer positiv
und auch so lange, bis sie wieder inkarniert ist. Das bedeutet nicht, dass man über Jahre hindurch und Jahrzehnte für sie beten muss. Das kann man jeder für sich intuitiv spüren, wie lange. In der Regel sind die ersten 3 Monate besonders intensiv für die Seele, wie auch für die Hinterbliebenen. Und Gebete, Fürbitten, Kerzenrituale, Segnungen, sie helfen beiden Seiten für die Verarbeitung dieses Abschnitts des Lebens und für das Loslassen. Und umso mehr sollten wir auch die Seele in dem Licht überlassen und sie loslassen und uns auf das eigene Leben konzentrieren, denn es geht ihr im Lichte gut. Und wir sollen uns darum kümmern, dass es uns und unseren Lebenden auch gut geht und es weitergeht. Die schwere Demenz bei eines Verstorbenen behindert die Seele im Jenseits nicht, weil diese physischen Erkrankungen ja im Jenseits nicht vorhanden sind, sondern Seelenschwingung. Und ich beobachte nur, dass die Seele ein bisschen länger, vielleicht einige Wochen oder Monate länger braucht für ihre Neuorientierung, weil sie geht ja noch mit dieser irritierten Schwingung, mit dieser suchenden Schwingung in die Astralwelt hinein. Und in diesem jenseitigen Lichte findet erst einmal so ein von Engeln unterstütztes Reinigungsprozess für die Seele, bis sie sich ganz aus diesen alten Emotionen der Verwirrtheit herausgefunden hat und wieder sie selbst ist. Und dann vollzieht sich ihr Weg ins Licht, genauso wie bei einem Menschen, der nicht an einer Krankheit gestorben ist. Segne deine Mutter und sage ihr immer wieder, dein Weg ist hier auf der Erde zu Ende, die Engel sind bei dir, schau, sehe dich um und schaue nach oben in das göttliche Licht, für dich wird im Licht immer gut gesorgt und folge dem Licht. Amen. In diesem Gebet kannst du auch immer mehr in Liebe loslassen und in Leichtigkeit, im Frieden leben und in Liebe sind wir ja mit denen da oben, genauso wie auch mit unseren Lieben im Diesseits, in dieser liebevollen Schwingung, weiterhin aber ohne Belastung verbunden. Nun wollen wir uns der letzten Frage widmen. Ich würde gerne meinen Traum verstehen. In einem meiner Träume sah bzw. spürte, wie ich in einer anderen Zeit lebte. Ich war im Krieg und kämpfte mit Schwertern und tötete viele Menschen. Als ich mich dann von diesem Traum herausgerissen habe, da es für mich unerträglich war, war ich schweißgebadet und merkte, dass es mein Herz beinahe nicht schaffte, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. War meine Seele dabei in einer anderen Welt? Solche Träume sind in der Regel keine Seltenheit. Und solche erschwerten Träume bedeuten nichts anderes, dass deine Seele, dein Herz, deine Persönlichkeit bestimmte starke Ängste verarbeitet, gerade in dieser Lebensphase. Das sind also bewältigende Träume. Deine Seele war dabei nicht in irgendeiner Parallelwelt oder in irgendeiner anderen Inkarnation. Es ist ganz wichtig, das emotional als Bewältigung im Seelenbewusstsein zu betrachten und nichts Tatsächliches hinein zu interpretieren wie frühere Leben oder andere Dinge. Und dass du so schweißgebadet aufgewacht bist und kaum ins Hier und Jetzt zu kommen schafftest,
Das ist dieses Gefühl von Lähmung, von Gelähmtsein, Ausgeliefertsein, ist nichts anderes als dieser unglaubliche Schock über diesen Traum, über diese Bilder, die widerspiegeln diese Angst, die irgendwo ganz tief in dir gesessen ist und jetzt durch den Traum sich befreit hat, sich immer mehr auflöst. Und deshalb werden diese Träume, sie können theoretisch wiederkommen, doch in abgeschwächteren Form, bis sie sich und damit die Angst sich immer mehr durch eine spirituelle Praxis auflöst, bis sie sich immer mehr abschwächen. Oder vielleicht kommt eines Tages ein Traum, wo du das Schwert loslässt und ganz im Frieden dieses Bild betrachtest und keine Angst mehr hast, woraus dieses Bedürfnis entsteht, auch im Diesseits, mitten im Alltag, für sein Recht, für seine Meinung, für seine Sensibilität kämpfen zu müssen, für sich einstehen zu müssen, sondern die Anspannung abfällt und Entspannung stattfindet. Und dann weißt du, wow, über die Jahre deiner seelischen, spirituellen Entwicklung bist du so gereift, so gewachsen, du begreifst den Frieden aus tiefstem Herzen heraus. Das ist die Meisterschaft. Ich danke euch für eure Fragen und wünsche ganz viel Liebe, Gesundheit und Frieden auf eurem Weg.